Damen und Herren, werte Damen und Herren, Mitglieder des Gemeinderats, der Bürgermeister, die Verwaltung, werte Gäste, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sitzung des Gemeinderates. Bevor wir mit der eigentlichen Sitzung beginnen, gestatten wir zwei Hinweise. Erster Hinweis, der Herr Kahn hat sich zumindest für den Anfang dieser Sitzung für heute entschuldigt, sodass ich als Stellvertreter die Leitung der Sitzung demnach habe. Und A2, der eine oder andere es gesehen hat, wir haben davor eine Kamera aufgebaut. Das heißt, das waren nicht wir, sondern das war der Herr Pleblo von der Zeit zur Lupe, der sich heute angekündigt hat, da die Sitzung im allgemeinen öffentlichen Interesse ist, die heutige Sitzung aufzuzeichnen. Das ist für uns eine neue Situation, dass wir so im Fokus der Medien stehen, aber ich denke, wir werden damit umgehen können. Ich wünsche uns eine gute Sitzung und wir beginnen damit. Ich möchte zunächst die Ordnungsmäßigkeit der Ladung abfragen. Sind die Unterlagen ordnungsgemäß zugegangen rechtzeitig? Wenn es keine Einwände gibt, stelle ich die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. Von den 21 Mitgliedern des Gemeinderates sind 17 anwesend, sodass wir auch beschlussfähig sind. Kommen wir zur Tagesordnung. Gibt es Änderungsanträge zur Tagesordnung? Herr Meissner, bitte. Ich stelle den Antrag, den Tagesordnungspunkt 16 an der Tagesordnung zu nehmen. Mit Schreiben vom 9.12. der Kommunalsicht des Burgenlandkreises gibt es dazu diesen Punkt noch Grund GmbH und UKG noch Klärungsbedarf, sodass das heute nicht weiter verlassen werden kann. Demzufolge stelle ich weiterhin den Antrag Punkt 17 in der Tagesordnung zu nehmen, diesen Einbringungsvertrag in welche Gesellschaft soll da übergehen. Weiterhin möchte ich den Antrag stellen, den Tagesordnungspunkt 21 der Tagesordnung zu nehmen, das ist die Erstellung des personalen Begrenzungskonzeptes. Die bisherige Beschlusslage in den Ausschüssen hat gezeigt, dass das fast einstimmig abgelehnt wird. Aber seit Jahren fordert von uns die Kommunalaufsicht eben dieses Konzept. Und ich möchte gerne mit der, oder die Verwaltung möchte gerne mit der Kommunalaufsicht zu diesem Thema noch breitere Erörterungen durchführen, inwieweit wir diesen Forderungen nachkommen. Deshalb möchte ich diese Frage absetzen und den Antrag stellen und verschieben. Vielen Dank. Gibt es weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung? Frau Kabel, bitte. Ich hätte noch eine Anfrage zur Tagesordnung und da geht es mir um den Punkt 18. Informationen zur Aufnahme von Asylbewerbern in der Gemeinde Elsteraue. Warum dieser Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil ist, könnte ich jetzt nicht erkennen. Das ist eine Festlegung des Landrates in der Person der Dezernentin von Frau Renner und einer von den Verantwortungsbereich des Burgenlandkreises wird dann zu den Tagesordnungspunkt sprechen und die Forderung war dem nicht öffentlichen Teil. Danke. Die Anfrage ist, denke ich, beantwortet. Gibt es zur Tagesordnung noch andere Hinweise, Änderungswünsche? Dann haben wir die drei Anträge des Bürgermeisters vernommen. Wer somit geändert und tagesordnung einverstanden ist, dem finde ich um Zustimmung durch Handzeichen. Danke, das ist einstimmig. Damit können wir entsprechend der Tagesordnung verfahren und kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Einwohnerfragestunde. Gibt es von Seiten der anwesenden Einwohner Fragen an den Bürgermeister, an den Rat? Ich würde bitten, mit dem allgemeinen Feld auch immer sich mit Namen durch den Wohnort vorzustellen. Das ist offensichtlich noch nicht der Fall. Keine Rede. Dann ist es eins von der leichten Tagesordnung, die so viele hier in den Raum gelockt hat. Und wir können den Punkt Einwohnerfragestunde schließen, kommen zu Punkt 4, Protokollkontrolle und Bestätigung der Niederschrift zum öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates vom 9.10.2014. Gibt es zur ausgereichten Niederschrift Hinweise?
erhalten. Ja, die Niederschrift, ich auch. Ich hätte gerne diese Niederschrift zur Sitzung, den Überlappungsrecht gleich dann und nicht hier per Internet. Demnächst. So, Problem? Nur für mich, ist nur für mich jetzt. Am Anfang können Sie schon sehr dran, dann kriege ich nichts dafür. Und dann schlage ich vor, dass all die, die es dann zukünftig auch noch ausgereicht haben, sich in der Pause des öffentlichen und nicht öffentlichen Teil kurz hier nach vorne gegeben, doch mal nur das mitteilen, damit sie weiß, wen sie aus dem E-Mail-Verteiler rausnehmen soll und wer zukünftig die Sachen ausgegeben bekommen. Sonst Hinweise zur Sitzungsniederschrift vom 9. Das ist nicht der Fall, dann bitte ich durch Handzeichen die große Bestätigung der Niederschrift. Danke, gibt es Stimmenthaltungen? 2 Stimmen Enthaltungen, Gegenstimmen, keine, damit ist die Niederschrift bestätigt. Danke. Ich rufe damit auf den Tagesordnungspunkt 5, Beratung und Beschluss zur Errichtung der Standortfeuerwehr im Industriepark. Hier bin ich zum nächsten Bürgermeister. Meine Arbeit von vorne. Das Thema Standortfeuerwehr berührt uns ja schon seit Jahren, weil das Gefahrenpotenzial am Standort sich bedeutend erhöht hat durch die verstärkte Ansiedlung der letzten Jahren durch die Verarbeitung von Rohstoffen, sodass die Notwendigkeit besteht, außer der bestehenden Werksfeuerwehr, die wir haben, von Patitschi, Kuralöw und Verbringen, eine Standortfeuerwehr aufzubauen. Daran arbeitet die Verwaltung mit der Infra schon seit einigen Jahren. Wir sind in diesem Jahr einen wesentlichen Schritt weitergekommen mit einem Dienstleister, der sich bereit erklärt hat, diese Standortfeuerwehr dann zu übernehmen, zu betreiben. Wir als Gemeinde mit diesem Dienstleister einen Nutzungsvertrag abschließen. Wir als Gemeinde die Voraussetzung schaffen, über Fördermittel die Feuerwehr zu errichten. Das heißt, das Gebäude, das Büro, einschließlich der Technik dazu. Dazu dient auch heute dieser Schlussvorschlag als Voraussetzung. Und der Dienstleister wird mit den größeren angesiedelten Firmen am Standort einen Dienstleistungsvertrag abschließen, dass er die Dienste und Aufgabe der Firmen durchführt und hinsichtlich des Brandschutzes. Das ist nochmal alles dort mit dem Konzept niedergeschrieben. Die Kreditaufnahme der Gemeinde wird sich refinanzieren aus den Einnahmen des Nutzungsvertrages vom Dienstleister heraus, sodass für die Gemeinde ist. Aber in diesem Kontext stehen. Das ist vorgesehen für eine Zeit von 10 Jahren, die bis zum Schluss aufrechterhalten. Danach müssen wir beziehungsweise die Maßnahmen angegangen werden. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Achso, ja, wir haben ja, Entschuldigung, ich habe vergessen. Wir haben sehr ausführlich in den Ausschüssen Ordnung Soziales am 19.11. darüber befunden, im Finanzausschuss am 26.11. und im Hauptausschuss am 4.12. und jeweils haben die Ausschüsse einstimmig dieser Vorlage zugestimmt. Nochmal Wortmeldung zum aufgerufenen Tagesordnungspunkt. Ja, wenn das nicht der Fall ist, müssen wir sagen, schon länger daran interessiert, dann können wir zum Beschlussvorschlag kommen. Der Gemeinderat beschließt, eine Standortfeuerwehr am Standort des Chemie- und Industrieparks Zeitz zu errichten und die notwendigen Fördermittel und Kreditanträge zur Finanzierung der Maßnahmen zu stellen. Die Maßnahmen sind im Konzept für den Haushaltsplan des Jahres 2015 aufzunehmen. Wenn mit diesem Vorschlag einhergehen kann, sind wir in Anzeichen. Danke, das ist einstimmig. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6,
Beratung und Beschluss zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung. Auch hier zunächst die Worte an den Bürgermeister. Der Gemeinderat hat ja im September vergangenen Jahr sich intensiv mit dieser Problematik befasst, einen Beschluss gefasst, der an der Sachverhalte nochmal dargestellt ist. Und jetzt gibt es aber vom Bildungsminister noch nicht zwar gesetzlich festgelegte Orientierung, aber die Schulentwicklung soll in den Grundschulen, ab 16 sind. Ab 17, 18 auf 20 Schüler festgelegt werden. Das bedeutet, dass wir neu über unseren Beschluss befinden sollen müssen, auch auf Herausforderungen des Oberlandkreises, der ebenfalls den mittelfristigen Schulentwicklungsplan erstellt bzw. beschließen muss. In der Beschlussvorlage ist nochmal eingehend der Sachverhalt erläutert, auf die Bestandsfähigkeit der Grundschule Rehnsdorf und Röglitz mittel- und langfristig. Wir haben diesen Beschlussvorschlag in die Ausschüsse gegeben, in die Elternkuratorien, Elternräten, die Ortschaften. Im Ergebnis kann ich sagen, die Meinungen sind vielfältig, aber überwiegend stimmen die Ausschüsse des Ordnungssoziales vom 19.11. dieser Vorlage zu und der Hauptausschuss auch mehrheitlich, den Beschlusswort macht der Gemeinde, aber es gibt auch aus den Gremien heraus Stellungnahmen, wo gesagt wird, sofort, oder die Beschlusslage von 2013, dass die Schule Rehnsdorf so schnell wie möglich geschlossen werden soll, das heißt 17-18, aber es gibt auch die andere Seite, dass die Schule Rehnsdorf langfristig erhalten werden soll. Vielen Dank. Ich bitte um Wortmeldung. Das erste Blatt ist jetzt die Überschrift der Ortschaft Raschwitz, da ist ein Jahresrückblick drauf. Und dann also, was der Sozialausschuss empfiehlt. Also es ist nicht in dem Sinne, dass der Ortschaftsrat stimmt über dieses und jenes ab. Ich weiß nicht, da vielleicht also der Jahresrückblick 2014 ist dann nicht interessant für diesen. Kann das sein, dass da eine falsche Seite drin ist? An welcher Ortschaft? Die erste Seite, Karlstück. Da steht es überhaupt nicht. Da steht zwar ein Abstimmungsergebnis, aber das kann sich auf den Sozialausschuss ja beziehen. Nein. Und dann steht hier der Jahresrückblick 2014, da ist dann nicht relevant für diesen Tagesordnungspunkt. Deswegen dachte ich, dass das ein bisschen unklar gewesen ist. Also das Jahresrückblick, wobei es handelt sich um einen Auszug aus dem Protokoll oder aus der Niederschrift des Ortschaftsrates, da sind nun mal diese beiden Punkte der Tagesordnungspunkt 5 und 6 aufgezeichnet. 6 betrifft unseren Punkt nicht, sondern ist. Aber die sind nun mal auf der Seite. Und in der Ortschaft Raschwitz ist halt auch das. Der Punkt Jahresrückblick verhandelt worden, der uns hier nicht tangiert. Gut, aber es geht jetzt hier aus der, es geht mir hier auch nicht hervor, dass der Ortschaftsrat Raschwitz eine Stellungnahme abgegeben hat. Aber Basel, darf ich mal was dazu sagen? Ja. Das ist eigentlich relativ ein deutlicher Fall, zumindest was ich hier habe. Das war das Ordnungspunkt 5, da ging es um die Schule, und das Ordnungspunkt 6, da ging es um den Jahresrückblick. Und das Auszug aus dem Protokoll. Ja, und er hat dann unter Tagesordnungspunkt 5 der Raschwitzer Ortschaftsrat einen Beschluss. Hier steht aber nicht, dass sie das gemacht haben. Bei allen anderen, die wir bekommen haben, in gewissen Kleinkosten, der Ortschaftsrat will jetzt nehmen, was weiß ich. Jeder hat was dazu gesagt. Ich habe da nicht gezahlt. Ja, und haben wir für den Inhalt der Protokolle sind wir nicht zuständig. Ja, das ist der Ortschaftsrat. Wir haben das so aus diesem Protokoll entnommen zur Verfügung gestellt. Ich möchte jetzt hier keine Vermutung äußern, könnte ich auch machen, aber ist jemand aus dem Wirtschaftsrat gefragt, ist anwesend? Ja, vielleicht können Sie uns hier erhellen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben da zwar abgestimmt und das Ergebnis war mit 3 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen. Aber wie das jetzt durch das Protokoll rübergekommen ist, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Ja, ich habe abgestimmt. Ja, abgestimmt haben wir auch das jetzt. Nun, gefasst wurde das Ergebnis im Protokoll. So, ich denke mal,
Das ist schon so richtig schwer. Ich bedanke mich. Ich bin den auch davon ausgegangen, dass das halt, das war der Beschlussvorschlag, so wie er ausgereicht wurde in die Ortschaft. Es wurde sicherlich vorher diskutiert, da wir aber hier ein Ergebnisprotokoll haben und kein Diskussionsprotokoll, ist halt in der Niederschrift nur das Ergebnis der Abstimmung eigentlich dem Beschluss genannt worden. Dass ich also auch für Fragen feststellen kann, dass es eine mehrheitliche dafür da ist. Gibt es zum Thema der Schulentwicklungsplanung Wortmeldungen? Herr Dr. Steinmann. Kann man da mal jetzt die letzte Gestalt erfahren, bei der, Vorlage oder in der ganzen Diskussion im Vorfeld ging es immer darum, dass das Kultusministerium beabsichtigt, eine Veränderung vorzunehmen. Machen wir hier Beschlüsse auf beabsichtigte Veränderungen. Nichts steht im Raum und nichts ist klar, was künftig wird. Gibt es einen neuen Stand? Also wir planen in die Luft hinein. Ganz in die Luft würde ich nicht sagen. Es gibt Aussagen des Mitgliedes des Landtages Rüdiger Erben, dass die Planung so aussehen soll, Oberzentrum 100, Mittelzentrum 80 Kinder, in kleineren Gemeinden und Kommunen 60 Kinder als Zahl zu nehmen. Das wurde mir zumindest relativ verbindlich geplant. Aber es fehlt, wie es scheint, immer noch der offiziellen Bestätigung. Und von diesen Zahlen, denke ich, sollten wir doch ausgehen. Tut mir leid, eine Unterfragestunde ist vorbei. Wenn es hierzu keine weiteren Wortmeldungen gibt, können wir auch hier zum Beschluss. Und doch, Herr Rammel, noch. Ich stelle hier einen Antrag für den Punkt 2 von der Beschlussvorschlag Krone streichen, bis erhältliche Informationen gegeben werden können. Ich meine, bis 2021/22 ist noch viel Zeit. Da kann sich viel ändern. Und dann hat der Herr Bandler den Antrag gestellt, den Punkt 2 in Gänze. Ja. Zu streichen. Ich möchte diesen Änderungsvorschlag zur Abstimmung bringen. Wer mit diesem Änderungsvorschlag einverstanden ist, den bitte ich ihn anzeigen. Eine, bitte. Gibt es Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. Letzter Aufruf. Gibt es noch Wortmeldungen zum Thema? Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Gemeinderat beschließt, folgende Planungsabsicht dem Burgenlandkreis mitzuteilen. Erstens, die Zuordnung der Schulbezirke für die Grundschule Lebensdorf und Rötlitz bleiben unverändert bis zum Schuljahr 2014-15. Das heißt, der Grundschule Lebensdorf werden als Schulbezirk die Orte Lebensdorf, Grimmitschen, Sprossen, Langendorf, Staschwitz, Döbitschen, Bora, Nismar, Oelzen, Prelitz-Penkwitz, Könderitz, Minkwitz und Traubitz zugeordnet. Der Grundschule Röglitz werden als Schulbezirk die Orte Röglitz, Alt-Röglitz, Kleinach, Kadischen, Gülbitz, Torna, Maßnitz, Raschwitz, Reuden, Redel, Ostrau, Vormatz, Rofen, Bersdorf und Lützgewitz zugeordnet. Zweitens,
Ab dem Schuljahr 2021-22 wird es in der Gemeinde Elsteraue nur noch einen Grundschulstandort im Ortsteil Rötels geben. Es sei denn, der Grundschule Rehmsdorf wird eine Ausnahmegenehmigung erteilt. In diesem Fall erfolgt die Zusammenlegung der Schulen ab dem Schuljahr 2022-2023. Weiterhin beschließt der Gemeinderat, die oben beschriebene Planungsabsicht zu bestätigen und den Beschlussnummer 324/09/2013 in den Punkten 1 bis 3 aufzuheben. Wer diesem Vorschlag zustimmen kann, den bitte ich um Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Nein. Damit ist mit großer Mehrheit dieser Beschluss bestätigt. Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 6, komme zu Tagesordnungspunkt 7, Beratung und Beschluss zur Erhöhung der Garagenmieten und Pachten im Gebiet der Gemeinde Elsteraue. Ich habe hier zunächst eine Aufforderung an den Bürgermeister. Ja, Sie wissen alle, wir sind seit diesem Jahr in der Konsolidierung und haben dort ein beschlossenes Konsolidierungskonzept. Ein Punkt davon ist die Erhöhung der Einnahmen für die Gemeinde Elsteraue. Und hier ist vorgesehen, die Erhöhung von Garagenmieten und Pachten in unserer Gemeinde. Hier sind Vergleichsangebote eingeholt in den umliegenden Städten und Gemeinden. Hier ist auch der Inhalt, dass die Mieten und Pachten ab kommenden Jahr einheitlich angepasst werden sollen. Wir haben auch unterschiedliche bei uns Miethöhen. Diese Vorlage wurde im Finanzausschuss am 26.12. mehrheitlich besprochen und auch zugestimmt und genauso am 4.12. im Hauptausschuss. Vielen Dank. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass in der Beschlussvorlage falsche Zahlen stehen. Zum Beispiel bei Fischereipark steht Boden in der Erklärung 0,098 Euro pro Quadratmeter. Und unten erscheint nochmal 0,09. Daraus wurde dann die Erhöhung von 0,0002 Euro. Verfolgen, nicht wie hier vorgestellt, 0,001 und bei Weideland ist es ähnlich. Punkt 2, bei der Fischereipracht, wenn man sich hier diese Vorlage ansieht, da sind hier exorbitante Unterschiede in den Pachten zu erkennen. Und wenn wir jetzt diesen Beschluss so annehmen, wie in der Vorlage, dass wir die Pacht auf 1 Cent pro Quadratmeter Wasserfläche vereinheitlichen, dann würde das bedeuten, dass alle bis auf 1 bedeutend weniger bezahlen. Das Beispiel Töchlitz würde statt 50 Euro nur 3,50 Euro rauskommen und dass alles, was die anderen weniger bezahlen, würde der eine Eschbach und Profen draufgesattelt kriegen. Da würde dann statt 166 Euro über 400 Euro bezahlen. Ich denke, das geht nicht. Das war ja eine Erhöhung von über 100%. Und bei den anderen Zuständen exorbitant. Ja, danke Gott. Wir haben ja Finanzausschuss auch schon drüber gesprochen. Mir sind die Zahlen auch nochmal, wie er es jetzt schon gerade gesagt hat, aufgefallen, also von 50 Euro auf 3,50 Euro. Oder von 50 Euro auf 9,69 Euro. Vielleicht noch mal an der Stelle eine Überlegung, dass man sagt, man nimmt einen Sockelbetrag pro Jahr als Mindestbetrag an und was darüber hinausgeht, dann eben mit diesen 0,01 Euro pro Quadratmeter. Dass man letztlich auch
für die Gemeinde sagen kann, okay, es hat vielleicht noch einen kleinen Wert in der Erhöhung der Einnahmen und diese Absenkung von 50 auf 3 Euro oder 50 Euro auf 9 Euro, das kann ja eigentlich auch nicht im Interesse des Gemeindehaushaltes sein, auch wenn es keine Zahlen gibt. Ich habe auch mal noch eine Frage. Also der Rübelser Teich, der Antrag ist ja definitiv verpachtet. Wie kann da drinstehen ohne Angabe über die Quadratmeter? Das kann ich einfach nicht begreifen. Und dann, ob in Zukunft wird das nicht geregelt, ich weiß, dass das verpachtet ist. Die sitzen ja seit Jahren da auf, in Angeln auf. Es hat immer geheißen, dass das verpachtet ist. Ich verstehe das nicht, wie da hier ohne Angabe haben die mit den letzten Jahren auch nicht bezahlt. Ach, der derzeitige Antrag 150 Euro. Aber man kann doch so einen See, der ist ja auch übersichtlich, der ist ja nicht groß. Auch in der Vergangenheit nicht sagen, weil wir wissen zwar nicht, wie groß er ist, aber 150 Euro. Das verstehe ich einfach nicht. Ist da. Und meines Wissens war das auch an einem Verein verpachtet gewesen. So wurde es jedenfalls in den Menschen noch gesagt. Sie hatten in der Zeit dann sogar auch die Möglichkeit, das Wasserstand zu bestimmen. Ja, eben. Ja, muss doch mit irgendjemandem geregelt gewesen sein. Diese grüne Angabe wird sicher dem Verpacht drinstehen. Ich habe hier mal im Kataster nachgeguckt, dass man nachkorrigiert oder eingetragen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Ja, dann bitte ich darum, dass das schnellstmöglichst aber wirklich nachholen wird. Wir müssen ja schon ein bisschen belastbare Angaben haben, dass wir rauskriegen sind, ja, was die Wasserwerte. Er hat gesagt, das können wir Quadraten verstehen. Wir haben eine Mathematiker, vielleicht kann man das mal ausrechnen. Im Finanzausschuss ist ja dazu vorhin gesagt worden, dass gerade die Fischereipachten quasi per Handschlag gemacht wurden. Da wurde nicht auf die Größe geguckt, sondern da hat jeder im Prinzip in seiner damaligen Gemeinde einen Preis genannt gekriegt. Demzufolge war es in dem Fall auch unerheblich, wie groß der Teich in Hilfe war. Er wurde gesagt, okay, für den Teich gibt es 150 Euro. Ob der nun 10 Quadratmeter mehr oder weniger hat, ist egal. Mit der Beschlussvorlage wird ja der Versuch gemacht, so eine Einheitlichkeit reinzubringen, was Fischereipacht und Weideland betrifft, um auf die ersten Hinweise hinzukommen. Sind einfach hier noch Zahlen drin, die aus der D-Mark-Euro-Umrechnung kommen. Da kommen halt solche Sachen wie 0,0199 Euro pro Quadratmeter oder 0,0098 Euro pro Quadratmeter. Und hier wurde eigentlich von der Verwaltung nur der Schnitt gemacht, um das auf die nächste Cent-Summe zu runden. Deswegen gibt es dort im Ergebnis hier fast nichts. Dass es natürlich Unterschiede gibt, dass bei den Fischereipachten da, wo halt eine Pacht per Handschlag ausgemacht wurde, es, wenn es jetzt eine Berechnungsgrundlage gibt, eine Einheitlichkeit gibt, das ist eine Tatsache. Heimann? Ich möchte den Antrag stellen, mit diesem Tagesordnungspunkt unter Tagesordnung zu nehmen. Ich würde es mal versuchen, von Herbert zu bekunden. Es sind ja jetzt doch einige Anregungen gekommen, um hier nochmal über das Zahlenwerk nachzudenken. Andererseits muss ich auch sagen, hier ist ein gewisser Verwaltungsaufwand damit verbunden. Das sind über 600 Verträge, über die wir reden, die anschließend angepasst, geändert werden müssten. Das ist alles Arbeitszeit, die unsere Verwaltung aufbringen müsste. Ich denke aber auch zum großen Anteil wird es die Finanzverwaltung betreffen, die sich derzeitig mit Haushaltsaufstellung, auch wenn es andere hier Fachämter betrifft, die sind genauso damit beschäftigt, sich derzeitig mit dem Haushalt zu befassen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir noch sehr, sehr viel Arbeit zur Zeit einstellen müssten. Und nur die Pachtangelegenheit läuft uns nicht davon. Das kann zum späteren Zeitpunkt gemacht werden. Und von der Art würde ich empfehlen, das abzusetzen, halt nochmal darüber nachzudenken.
Hardy? Ich stimme dem zu und ich möchte dazu ergänzen, wenn man dann also wieder, wenn nachgedacht worden ist darüber und wieder für einen Zahnarzt bekommt, dann möchte ich ja auch konkrete Zahlen dann haben. Dass nicht die Einfechter, ich sage es gerade mal fischereit, sagen, ja bei uns steht genau die Quadratmeterzahl da, daraufhin werden wir veranlagt und bei den anderen nicht und das soll ja eine Ungleichheit sein. Heilmann, wenn ich es richtig verstanden habe, betrifft das jetzt nicht nur die komischen Weideland- und Fischereifahrten, sondern den kompletten Tagesordnungspunkt. Und damit gibt es natürlich eine Verzögerung bei Erhöhungen, wo so wirklich was rauskommt, die sich dann zumindest im Monat zahlt. Der Herr Heilmann hat einen Antrag gestellt, den Punkt 7 von der Tagesordnung zu nehmen und zur Überarbeitung zurück an die Verwaltung zu reichen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte ich um ein Handzeichen. Gegenstimmen. 6 Gegenstimmen, Stimmenthaltung. 2. Damit ist der Antrag angenommen und wir haben eben den Beschluss, die Beratung des Beschluss zur Erhöhung von Garagenmieten und Pachten zurück. Tagesordnungspunkt 8. Beratung und Beschluss zur Bestellung der Ortsvorsitzenden für die Ortschaften Spora, Köbitz, Tröglitz und Reuen. Ich habe hier für die zunächst den Unterschied. Ja, jede Ortschaft hat ja ihren eigenen Ortschronisten, haben wir auch im Beratungssatz nicht festgelegt, auch die Finanzierung. Wir haben die genannten Ortschaften in unserem Beschluss, den Ortschronisten festgelegt, auch noch über die nächsten Jahre hinaus. Ich habe ja bevor wir dokumentiert. Hauptausschuss hat einstimmig diese Vorlage zugestimmt. Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall, sodass wir hier zum Beschluss kommen können. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Gemeinderat beschließt. Erstens. Frau Gesandter Snurbeck wird ab dem 01.01.2015 zur Ortschronistin für die Ortschaft Spora. Frau Sigrid Sachse zur Ortschronistin für die Ortschaft Tröglitz, Herr Dirk Udo Krause für die Ortschaft Reuten und Frau Renate Kalb zur Ortschronistin für die Ortschaft Göbitz bestellt. Die Bestellung ist befristet bis zum 31.12.2017. Die Finanzierung erfolgt wie bisher ausschließlich aus den Mitteln, die von der Gemeinde den Ortschaften zur Verfügung gestellt werden. Die Bestellung von Herrn Dr. Helmut Trossin zum Ortschronisten der Ortschaft Spora wird mit Wirkung zum 01.01.2015 aufgehoben. Wer diesem Beschlussvorschlag Folge leisten kann, bitte ich um ein Anzeichen. Danke, das war einstimmig. Zum abgeschlossenen Tagesordnungspunkt oder zum nächsten oder zum einzelnen abgeschlossen? Wir sind nicht so. Dr. Steidl. Deswegen mache ich dieses hinterher nach der Beschlussfassung. Wir finden es als Ortschaftsrat nicht so, als Ortschaftsrat heute nicht so sonderlich gut, dass wir jetzt die Ortschronisten durch den Gemeinderat beschließen, Bestätigung ist völlig in Ordnung. Aber wenn wir schon als Ortschaften die Finanzierung dieser Ortschronisten dann aus den Mitteln der Ortschaft leisten müssen, dabei aber wiederum an eine Satzung der Gemeinde hineingezwungen werden, also das heißt, wir über die Höhe der Entschädigung dann nicht mehr entscheiden können, dann haben wir damit ein bisschen Probleme. Man müsste also auch den Ortschaften es überlassen, wie viel sie von ihren Ortschaftsmitteln, ihren Ortschronisten bereit sind zu geben. Und da müsste man differenzieren können, so ist man gezwungen, alles oder nichts.
Und das ist also den Intentionen des Ortschaftsrates eigentlich zugegenlaufen oder zuwiderlaufen. Ich nehme das mal als Vorschlag auf die Tagesordnung 13, Anfragen und Anregungen und bitte es im Protokoll festzuhalten und gebe es der Verwaltung zu bedenken. Tagesordnungspunkt 8 war abgehakt. Tagesordnungspunkt 9, Beratung und Beschluss der ersten Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Elsterau. Auch hier zunächst Herr ja, die ursprüngliche oder die erste Fassung unserer Hauptsatzung hat ja genau das vorgesehen, keine Einwohnerfrage stellen in privaten Ausschüssen, da haben wir diskutiert, warum nicht auch. Wir schließen, wir sind offen, haben wir immer so beantragt, sage ich mal, so volkstümlich, ist aber auch kein Problem, aber die Anfrage, es geht ja um die Sachlage, davor habe ich dann an den Kommunalen weitergeleitet, die haben das auch so gesehen, sage ich mal, deswegen haben wir das so beschlossen, aber wir konnten von Grundverfügung von Landesverwaltungsamt, wie gesagt, wir, die als Aussage, wir haben die Gesetze zu niedrig. Das ist der eine Punkt zur Korrektur und der andere Punkt ist, gibt es auch eine Grundverfügung oder Grunderlass des Landesverwaltungsamtes über die Höhe der Zuständigkeit bei Schenkungen, Spenden und dergleichen. Wir hatten ja in unserer Satzung 5.000 Euro, jetzt ist es am Anfang der Bestaffung vorgenommen. Und, also mit der Vermögenswert dann 500 Euro mit dem Vermerk, dass wir dann einen beschließenden Ausschuss darüber dann befinden und beschließen. Das ist die Änderung, die auch dann der Hauptausschuss mehrheitlich in seiner Sitzung zugestimmt hat. Danke. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich war jetzt ein bisschen irritiert von dem, was du gesagt hattest. Die Änderung soll beinhalten, dass beschließende Ausschüsse und der Gemeinderat Einwohnerfragestunden durchführen, beratende Ausschüsse keine Einwohnerfragestunde. Ja. Nur zur Klarstellung. Ja. Dann. Wir waren zwei Minuten, wir sind sehr stolz auf die Errungenschaft, dass wir das durchgeführt haben. Dass wir es beschlossen haben, dass wir auch in den beratenden Ausschüssen Einwohner sprechen lassen, das war ich eigentlich froh und glücklich drüber, wenn wir immer schon mal hin und her gespannt sind. Jetzt kriegt man das übergestülpt, ich bin damit nicht einverstanden. Beratende Ausschüsse, das nicht zu dir wenden. Dr. Stein? Ich kann mich dem nur anschließen. Vor allem, ich habe die Verwaltung schon mal angefragt, welche Intentionen des Gesetzgebers überhaupt dahinter stehen, diese Einwohnerfragestunden und beratenden Ausschüsse zu unterbrechen. Da ist also bisher nichts rübergekommen, sicherlich, sonst hätte ich auch schon was gesagt, warum der Gesetzgeber sowas macht und ein Gesetz zu schreiben, wo er dann denjenigen, der es umzusetzen hat, nicht mal mit auf den Weg gibt, warum das eigentlich gut für ihn sein soll, was er da beschließen soll. Deswegen kann ich dem auch nicht so zustimmen. Herr Meitner. Wir haben zur Klärung des Sachverhalts ja den Bund, die Grundverfügung wird ausgehandelt. Da steht aber auch, bis man das zu sein soll, aber warum es zu sein soll, steht nicht drin. Ja. Frau Barthi. Ich möchte das auch bestätigen, ich bin ja auch in dem Ausschuss, den ja. Ja, da war ich mal. Ich kenne das seit 40 Jahren. Leitet. Und ich muss mal sagen, gerade in diesem Ausschuss mit diesem schönen Namen Ordnung, Sozial, so viel schon hat, und es geht ja noch weiter, das sind gerade Themen, wo wirklich Leute auch kommen und das anbringen wollen. Und zwar direkt vor der Sitzung, und das finde ich auch richtig, oder in der Sitzung. Natürlich die Gesetzlichkeit verbietet es, aber ich sage jetzt mal, dann machen wir es eben von weg, vor der Tagesordnung oder. Ich denke mal, ich kann da eingehen. Also ich würde hier auch nicht zustimmen wollen. Weil danach verlierst du ja wirklich die Bodenhaftung. Oder die Haftung für den Leuten, die an Anliegen vorgehen wollen. Das finde ich einfach ein Schutz. Weil im großen Gemeinderat nachher, das wissen wir selber, ist, wir haben das ja in den Ausschüssen vorbereitet. Hier geht es ja dann schnell rüber. Und da brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn dann in der Einwohnerfragestunde nämlich gar nichts mehr kommt, weil die Leute auch wissen,
dass wir ja das in den Ausschüssen ja eigentlich schon vorbereitet haben. Und da muss doch gerade die Chance sein, die Leute meine Fragen zu stellen und dann wundern zu gehen. Und wenn es verbunden ist, noch eine andere Lösung finden. Danke. Herr Wilbert. Ich bitte in Punkt C, also diese Einwohnerfragestunde geregelt ist, weil es offensichtlich das Wort öffentlicher Sitzung vergessen hat. Ich denke mal, das ist ein redaktioneller Beweis. Ordentlicher öffentlicher Sitzung, das ist dann dieselbe Regelung, wie es von Ortschaftsrat gibt. Und nochmal zur Begründung, ich kann das sicherlich bestätigen, von der Verfügung, da gibt es keine Begründung dazu. Wenn man ein Verfassungsgesetz hat, das sind vorzusehen, ich kann mir vorstellen, dass das in beratenden Ausschüssen dann sicherlich möglich ist, aber wenn das jetzt so vorgeschrieben wird, kenne ich keine andere Lösung jetzt hier. Das ist nun mal so. Das sollte man zweckmäßig machen in den beratenden Ausschüssen. Schon mal öffentlich, aber heute. Vielen Dank. Ich schaue nochmal in die Runde, ob wir noch mehr Wortmeldungen zu diesem Thema haben, bevor ich dann Ihre Wortmeldung darüber als Änderungsantrag. Oder kann man es als Antrag? Ja, habe ich. Ich möchte mal noch zu bedenken, wir haben da hier zweierlei Dinge, die wir verändert werden. Wenn jetzt die eine Sache abgelehnt wird, ist die andere vielleicht nicht abgelehnt. Ist ja öffentlich nicht Handlungsbedarf wegen der Zuwendungsgeschichte. Wenn wir den Beschluss in der Gesamtheit abgelehnt wird, ist das natürlich auch bleiben lassen. Also ich habe die Wortmeldung der Damen und der beiden Herren nicht entnommen, dass hier dieser Beschlussvorschlag gekippt werden sollte. Gleichwohl habe ich sehr wohl die Befindlichkeit vernommen. Ich bitte das auch im Protokoll zu vermerken, dass es hier doch Bedenken seitens Teilnehmer Gemeinderäten gibt bei dieser Regelung und man durchaus auch beim Land nochmal nachfragen sollte, was das soll, warum das bezweckt wird. Wir sehen damit doch ein Stück der Bürgernähe in Frage gestellt. Aber ich würde gerne das, was Herr Wilbertsch gesagt hat, als Antragformulierung, damit wir es auch wirklich in dem Beschluss heute hier drin haben. Und zwar formuliere ich den Antrag mal so, Herr Wilbertsch, wenn es nicht stimmt, dann unterbrechen Sie mich bitte, dass wir im letzten Satz des Punktes des Abschnitts C, Paragraph 13 Einwohnerfragestunde, formulieren, der Gemeinderat sowie sein beschließender Bau- und Vergabeausschuss führen im Rahmen öffentlicher, ordentlicher Sitzung eine Einwohnerfragestunde. Durch. Ordentlicher öffentlicher. Gut. Also im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzung eine Einwohnerfragestunde durch. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen kann, den bitte ich um Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei 3 Stimmenthaltung mehrheitlich angenommen. Nochmal die Frage, gibt es zur Beschlussvorlage Wortmeldungen? Ja, also hoffentlich sagst du, wie es ist, wenn man das in den Block abstimmt, dann stimme ich dagegen, weil ich das den einen Teil nicht mitnehmen kann. Ja, das ist irgendwas. Es steht im einen Beschluss, ich kann da nicht anders hin. Das ist so. Das Problem ist ja bei dem Punkt C, wenn wir das jetzt ablehnen, dann lehnen wir ja aber auch ab eine Einwohnerfragestunde für die beschließenden Ausschüsse. Das wollen wir ja aber nicht ablehnen. Ich will doch das mit den Spenden nicht ablehnen, aber ich wäre ja. Ja, aber hier steht jetzt natürlich nicht drin, hier steht eigentlich nicht drin, dass vorhandene Ausschüsse keine Einwohnerfragestunde machen dürfen. Steht ja jetzt hier nicht drin. Frau Basi, wenn das abgelehnt wird, bleibt der Iststand. Da haben wir keine Änderungen und nach dem alten Stand können wir. Was aber
dem Grunderlass widersprechen und damit von Seiten der Kommunalaufsicht sicherlich. Ich kann eher mit dem mitgehen, was die Frau Martin gesagt hat, dass wir eine Lösung finden müssen, im Vorfeld der Sitzung mit den Bürgern zu reden. Das lässt sich sicherlich auch einrichten. Und ich hatte schon gesagt, ich bitte darum, das ins Protokoll aufzunehmen und unser Unbehagen auch weiterzureichen. Ich möchte daher jetzt diese Änderung der Hauptsatzung, die Änderungssatzung zur Hauptsatzung. Entschuldigung, ich sehe jetzt das Problem, wenn wir es im Vorfeld der Sitzung dann durchführen, dass es dann keine Möglichkeit gibt, diese angesprochenen Probleme ins Protokoll zu bringen. Wir sind Gemeinderäte und Wirtschaftsräte, die da sicherlich auf jeden Fall sind. Wer hindert Sie denn daran, dann im Rahmen der Sitzung von Ihrer Seite her das Problem des Vorfelds anzusprechen? Dann ist es im Protokoll. Die Namen müssen manchmal ein bisschen so ins Rund drehen. Von hinten durch die Brust. Nee? Danke. Herr Pappel, ich stelle den Antrag über den Punkt A und B gesondert abzustimmen und dann Punkt 13 extra. Also A und B zusammen und dann Punkt 13 extra. Punkt C. Also Punkt C. Ja. Weil es ja inhaltlich zwei verschiedene Sachen sind. Das geht nicht, das ist eine Satzung im Ganzen. Herr Pampel kann den Antrag stellen, den Punkt C zu streichen aus der Satzung. Das kann er machen. Und dann wird die Satzung als Ganzes beschlossen. Ich kann nicht die Satzung ins Detail beschließen. Ach so. Danke. Dann, Herr Pampel, dann stelle ich jetzt den Antrag, Punkt C zur Veränderungssatzung zu streichen. Der Antrag ist damit gestellt und ich stelle den Antrag von Herrn Pampel zur Abstimmung. Wer für den Antrag ist, das heißt den Punkt C zu streichen, den bitte ich um ein Handzeichen. Ja, ja stimmen, Gegenstimmen. 7, Enthaltung. Sechs Enthaltungen, damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Wenn es dann weiter keine Wortmeldungen zu diesem Thema gibt, dann kommen wir nun zum Beschluss. Der Beschlussvorschlag lautet: Der Gemeinderat beschließt die erste Änderungssatzung der Hauptsatzung in der heute geänderten Form, das ist der Antrag des Herrn Buber, der hier mehrheitlich beschlossen wurde. Der damit einverstanden ist, den bitte ich um Handzeichen. Neun, ja Stimmen, Gegenstimmen. Vier, Stimmenthaltung. Darf ich die Ja-Stimmen nochmal kontrollieren? Und wir haben gerade keine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn. Also ist der Beschluss mehrheitlich angenommen. Tagesordnungspunkt C.
10. Beitrittsbeschluss zur erteilten Maßnahme im Genehmigungsverfahren zur dritten Änderung. Flächennutzungsplan zur Anpassung der Flächen mit Bergbauberechtigung. Auch hier das Wort an den Verfolger. Wir haben ja bestätigt, den Nutzungsplan auf die dritte Änderung bestätigt. Es gab den Hinweis des Burgenlandkreises, die Zeichnungen exakt darzustellen und einzubeziehen. Das heißt, mit Anlage 1 ist das im Bereich Ofen. Das wird vorgesehen Kraftwerk. Und bei Anlage 2 Windpark im Bereich Langendorf. Bauausschuss hat den Hauptausschuss an jeweils der Vorlage einstimmig zugestimmt. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zum vorgeschlagenen Thema? Wenn das nicht der Fall ist, können wir wieder gleich zum Beschluss kommen. Der Beschlussvortrag lautet: Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt in seiner Sitzung am 18.12.2014 den Beitritt zu den Nebenbestimmungen einer Maßgabe. Die Planzeichenerklärung der Änderungsbereiche 1 und 2 ist bezüglich der Flächen mit Bergbauberechtigung, rechtlich Altbergbau, entsprechend der Anlage zur Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bauwesen am 14.01.2013 in Übereinstimmung zu bringen. Die mit der Genehmigung der dritten Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Elsteraue vom 11.09.2014 erteilt wurde. Die Erteilung der Genehmigung der dritten Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Elsteraue mit Nebenbestimmungen und die Erfüllung der Nebenbestimmungen sind ortsüblich gemäß § 10 Absatz 3 AGB bekannt zu machen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung wird die Wirksamkeit der dritten Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Elsteraue in der Fassung der Genehmigung mit Nebenbestimmungen gemäß der Anlagen 1 und 2 herbeigeführt. Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil des Beitrittsbeschlusses. Wer diesem Beschlussvorschlag zustimmen kann, wird ihn uns anzeigen. Danke, ich habe Einstimmigkeit zu dem Beschlussvorschlag. Nein. Maßnahmenplans hochwassergemäß der Richtlinie für Gewährung und Zuwendung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 nach Meißnersberg. Wir haben ja als Gemeinde Elsteraue einen bestätigten Maßnahmenplan, an dem im Prinzip gearbeitet wird. Ich komme mal auf den nächsten Tag, komme noch mal auf den Trägerrat zurück. Es ist in der Vergangenheit festgestellt worden, dass noch zwei Maßnahmen wir nachreichen sollten, müssten. Die Möglichkeit besteht bis zum Jahresende. Einerseits ist das die Brücke über den Mühlgrat im Bereich Maßnitz und zum anderen unser Feuerwehrleiterhaus in Maßnitz. Dort sind Stellchen verzeichnet. In der Anlage sieht man auch noch die Schadenshöhe, die geschätzte Schadenshöhe. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen zu dem Frau Schlechter, bitte? Wir hatten in unserem Ortschaftsratssitzung im Dezember festgestellt und schon vorher mal festgestellt, dass die Sitzgruppe am Wehr, Maßnitz, Bonitz auch durch das Hochwasser beschädigt worden ist. Das ist auch mittlerweile entfernt worden und da hat man darauf hingewiesen, dass die eventuell auch noch mit in das in den Hochwasserplan aufgenommen werden kann. Weil uns von der Gemeinde gesagt worden ist, wir sollten das aus den Ortschaftsmitteln bezahlen, aber das ist ja bei meinem Etat, den ich da kriege, und da kostet die Sitzgruppe über 1.000 Euro nicht machbar.
Und es ist ja wirklich ein Hochwasserschaden gewesen. Die Sitzgruppe hat es aus der Bahn hochgerissen und hat es mehrere Meter weit weggespült. Es ist zwar jetzt keine Riesensumme, aber warum sollte man das nicht mit beantragen? Das ist jetzt schwierig, eine ernsthafte Antwort zu geben. Sagen Sie, ja. Wir reden hier um 300-500 Euro vielleicht, wir reden hier also, Maßnahmen, oder das kann es teurer sein, wir reden hier Maßnahmen, die weitaus von mehr Wichtigkeit sind. Ich stelle da nicht den Antrag, ich mache mich dann vielleicht auf den Gang des Verwaltungsamts, sage ich auch so weit. Kleine Sachen müssen nicht beantragt werden, das ist eigentlich bloß große Zeug kaputt gegangen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, also es ist wirklich genutzt worden von den Bürgern. Zurzeit haben wir dann jetzt mit oben eine Bootsanlegestelle dort. Und es ist eigentlich meiner Ansicht nach für den touristischen Zweck eigentlich gar nicht so schlecht. Und warum sollte man nicht, sagen wir mal, 1500 Euro beantragen können? Da macht man sich doch nicht lächerlich. Das Geld ist ja eigentlich da. Zum Thema? Ja. Frau Barsi, bitte. Ich möchte dazu was ergänzen. Also erstens möchte ich sagen, diese Besitzgruppe, das war ja ein Komplex zur touristischen Nutzung. Es ist ja dieser Turm, den der Verein Mittlere Elster gebaut hat. Das ist das Wehr. Es ist diese Brücke gemacht worden über die Elster vor einigen Jahren. Und es ist diese Sitzgruppe. Diese Sitzgruppe war in keiner Weise beschädigt. Diese Sitzgruppe war angehoben worden durch das Wasser und ist mitsamt diesem Block, mitsamt diesem Zement mehrere Meter zur Seite versetzt worden. Die war nicht kaputt. Wir haben von Maßnitzer Bürgern gehört, dass es Gemeindearbeiter waren, die sie zersägt haben und die auch gesagt haben, das Ding zersägen jetzt und dann kommt auch nicht wieder was hin. Ich habe mehrfach an verschiedenen Stellen in der Gemeinde nachgefragt. Niemand will den Auftrag dazu gegeben haben. Und insofern finde ich es jetzt einfach unbillig, jetzt vom Ortschaftsrat zu verlangen, diese Gruppe wieder hinzusetzen. Ich meine, die Gemeinde hatte das nicht bezahlt. Ich weiß nicht, wer das gespendet hatte. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das kann nicht sein. Das ist offensichtlich aus der Verwaltung. Ich glaube nicht, dass es, oder ich fände es sehr verwunderlich, wenn die Gemeindearbeiter von sich aus einfach das Holz zersägt haben, weil sie was weiß ich was für einen Ofen brauchen. Das kann ich mir einfach nicht denken. Also es ist von der Gemeinde ausgegangen und da erwarte ich schon, dass die Gemeinde einen Weg sucht, dass da diese Sitzgruppe wieder hinkommt. Sie wurde viel genutzt. Ich weiß nicht, also die Maßnahmen können das sicher bestätigen, die Baunetzer vielleicht auch. Noch dazu jetzt, wo wir ja die vielen Touristen da auf der Elster da anlocken. Also das würde ich schon bedenken. Und ich meine, 500 Euro ja sind für die Gemeinde sehr viel Geld, aber wir geben ja auch, wir hätten ja auch 15.000 Euro für Personalentwicklungskonzept ausgegeben. Und hier können wir vielleicht was bekommen. Und das sehe ich nicht ein, warum das für eine Geschichte, die durchaus von zwei, drei Ortschaften schon von Bedeutung ist, warum wir dann sagen, das ist mir zu pupsig. Danke. Zunächst auch nach Herrn Pappel. Also meine Anfrage hat sich ja jetzt eigentlich geklärt, wenn ich würde nachfragen, ob es in die Sitzgruppe gilt, wenn man über die Steinbrücke fährt, linker Hand zu Wehr. Das ist eine Sitzgruppe im Rahmen, das kann ich euch gleich dazu sagen, des Elsterrad-Wanderweges und das ist auch da von den Truppen bezahlt worden. Das kann ich euch als Radweg. Ranger war, das weiß ich. Vielen Dank. Die Sitzgruppe wertvoll wichtig ist, Frau Barsi und die Herren hier, Damen und Herren, ich bin am 12. Januar bei dem Leiter des Landesverwaltungsamts, der für Hochwasserschäden zuständig ist. Da frage ich mal nach, ob wir die Sitzgruppe noch nachreichen können. Denn die Frist wird vielleicht auch noch erweitert. Ich gehe gerne dieser Sache nach, ob das möglich ist, noch eine Sitzgruppe nachzureichen. Auch wenn das nicht 50 ist. Auch wenn es 50 ist. Ja, ich habe nur drauf gesessen, Frau Pausi, als wir so ein Tendenz haben. Hätten wir halt dann Ich würde mich jetzt weniger an den Begriff 50 und vielmehr an den
vielleicht mal von Frau Quasi aufregen wollen, ist, dass es einfach zersägt worden sein soll. Ich bitte das doch zu prüfen. Ich gehe gegen Gerüchte, das mache ich nicht, ich gehe gegen Gerüchte nach. Dann soll derjenige, der das gesagt hat, zu mir kommen. Frau Quasi, schicken Sie mit dem Bürger zu mir, der das gesagt hat, und dann gehe ich danach. So allgemeinen Gerüchten gehe ich nicht nach. Das sind anonyme Hinweise, den gehe ich nicht nach. Bitte schicken Sie mit dem Bürger, oder der, der sich öffnen wollte. Gut, nun zurück zur Tagesordnungspunkt 11, und zwar Ergänzung des Maßnahmenplans Hochwasser. Die beiden Maßnahmen hat der Bürgermeister ja hier erläutert. Gibt es dazu Hinweise, Bemerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann lautet der Beschlussvorschlag. Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterau beschließt die Ergänzung des Maßnahmenplans der Gemeinde Elsterau gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Wer mit diesem Beschlussvorschlag einhergeht, wird die Gemeinde anzeigen. Danke. Einstimmig? Ja. Danke. Tagesordnungspunkt 11, abgearbeitet kommt zum Tagesordnungspunkt 12, Mitteilung des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Damals noch einmal. Danke. Auch unsere Gemeinde Elsterau war vertreten am 14.11. einen Freitag vom Landtag den Protest auszusprechen, dass die Städte und Gemeinden Sachsen-Anhalt unterfinanziert werden, das heißt nicht die nötigen finanziellen Mittel vom Land erhalten, da auch unsere ich sage sogar, unsere eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Es waren noch über 600 Bürgermeister beschäftigt, Feuerwehr, Leute da mit viel Technik. Der Protest hat leider das nicht erreicht, so ist mein Empfinden. Dessen Anliegen der dort waren. Der Landtag hat einen Zweijahreshaushalt beschlossen, ja, wo wiederum hunderte oder zig Millionen Euro den Städten und Gemeinden vorenthalten werden, um unsere Aufgaben, wie ich schon sagte, zu erfüllen. Ich möchte wie immer an dieser Stelle zu den Investitionen, zu den bedeutendsten und wichtigsten Informationen einige Ausführungen machen. Die größte, ich sage nochmal, die wir selbst durchführen, ist die energetische Sanierung unserer Kindergartenstätte in Tröglitz. Das Ende der Baumaßnahme ist auf Ende Januar kommenden Jahres festgelegt. Das Dachgeschoss ist fertig, zum Obergeschoss zurzeit zu 70% fertiggestellt. Im Januar werden dann die Innenarbeiten ebenfalls dann, wie gesagt, zum Monat sind sie dann abgeschlossen. Dann werden Ende Januar, Ende Februar die Reinigungsarbeiten begonnen und mit den Umzugsarbeiten. Es wird am 6. März, also ein Freitag, Tag der offenen Tür geben und die Eröffnung der Kita wird auf den 9.3. festgelegt. Ich schlage den Gemeinderat vor, weil das wiederholt Wunsch war, eine Besichtigung erstmal intern mit dem Ortschaftsrat zusammen so Mitte Februar durchzuführen. Den entsprechenden Termin werde ich dann noch mitteilen. Wer die Möglichkeit nutzen möchte, kann schon mal vorher dort reinschalten. Eine weitere große Maßnahme in Tröglitz ist der Ausbau der Augsburgstraße, Rheinlandstraße und Weststraße. Aufgrund der guten Witterung haben wir einen Stand erreicht, der die Nutzung der Straßen möglich ist. Auf jeden Fall für die Anlieger, die in der Rheinlandstraße, in der Weststraße wurde die Deck- und Tragschicht sogar eingebaut. Aber auch die Augsburgstraße ist für die Anlieger nutzbar. Jetzt ist die Baufirma geht in Winterpause und dann werden wir im Frühjahr beginnen mit den Ausbau Gehwegstraßen, vielleicht was noch so ist. Also aufgrund der guten Witterung war dieser doch hervorragende Baustand möglich, sodass diese Straßen so genutzt werden können. Das Außenlager Wille in Remsdorf, der zweite Bauabschnitt ist vollzogen, das heißt der Abriss der Garagen. Wir haben ja nochmal im August im Gemeinderat noch einen Beschluss gefasst zur zusätzlichen Finanzierung. Geplant waren insgesamt mit diesem Beschluss 46.000, benötigt worden zum Abriss
42.300 Euro, für den Abriss selbst 34.000 Euro, 2.000 für die Laboruntersuchung, 1.600 Euro für die Alge, 4.000 Euro für ingenieurtechnische Leistungen. Der Platz ist ordnungsgemäß hergerichtet, so wie auch die Vorstellungen waren. Die Arbeiten der Rutschung am Naturpark in Bremsdorf laufen zurzeit sehr hervorragend, kann ich sagen. Es gab ja eine große Bauverzögerung, ich habe ja informiert durch Einspruch im Vergabeverfahren, das ist alles beseitigt. Und wiederum aufgrund der guten Witterungsverhältnisse könnte die Firma viel Zeit aufholen. Wir werden aber dort trotzdem zum Jahresendmaßnahmen nicht abschließen können, entrechnen können. Dort, wie ich schon so angesiedelt habe, im ersten Quartal, das ist aber mit der Investitionsverhandlung abgestimmt. Dann haben wir im Bereich Remsdorf an der Erschließungsstraße ebenfalls eine Rutschung. Ich habe ja schon informiert, wiederholt auch im Ausschuss und im Gemeinderat. Hier liegt jetzt das Gutachten vor. Wir haben mit dem Burgenlandkreis zusammengesessen, dass sich im Gutachten sind dort bautechnische Mängel aufgetreten oder sind dort erkannt worden. Plus der Mängel durch die Expendierbeschläge, die sich dort aufgetan haben. Es kann zurzeit nicht gesagt werden, wann diese halbseitige Sperren wieder aufgehoben werden kann und für den Verkehr wieder richtig freigegeben wird. Zurzeit arbeitet der Burgenlandkreis intensiv an dieser Maßnahme. Ich hoffe, ich habe nichts verkehrt gesagt, Frau Wellner. Einen weiteren Punkt, den ich nochmal, ich hatte es vorhin schon anklingen lassen, bekannt geben möchte. Wir haben ja mit der Beschlusslage heute Hochwassermaßnahmen von 25, die wir eingereicht haben, also die zwei, die wir noch einreichen, insgesamt 25 mit einem Wertumfang von 7,1 Millionen Euro. Von diesen wurden 4 aber abgelehnt. Nach Prüfung der Plausibilitätsprüfung hat das Landesverwaltungsamt gesagt, 4 werden nicht über Hochwasser finanziert. Und 11, und das ist sehr erfreulich, sind bestätigt worden, beziehungsweise haben wir die Bewilligungsbescheide erhalten, also dass wir dann um 15, 16 dann mit der Umsetzung gehen. Am letzten Tag sind da doch die Bescheid angegangen. Wir haben hier wiederholt mit dem Landesverwaltungsamt gearbeitet und am, wie ich schon vorhin sagte, am 12. November bin ich wieder bei den zuständigen Leitern, um das nochmal im Einzelnen abzustimmen, wie wir die Maßnahmen umsetzen, finanziell, personell und dergleichen. Das stimmt. Vielen Dank. Gibt es zur Mitteilung des Bürgermeisters Wortmeldungen, Nachfragen? Das ist nicht der Fall, damit schließe ich den Punkt 12, komme zum Tagesordnungspunkt 13, Anfragen und Anregungen. Gibt es seitens der Anwesenden im Bürgerlichen Gemeinderat Anregungen und Anfragen? Herr Heimann, bitte. Ich möchte nochmal nachfragen, jetzt den Oberflächenentwässerungskonzept für den Teil der Rügensdorf, das war ja bei unserer Wasserbehörde dort zur Beschlussfassung. Gibt es da einen Stand oder liegt das immer noch dort? Guck mal ganz schnell zu Frau Fromm, es liegt noch dort. Ne? Ja, gibt es noch viele. Frau Wasi? Ich habe zwei Sachen, und zwar im Zusammenhang mit einer Baustelle, mit dem Bau eines neuen Altenheims bei uns in der Austrauer Straße in Lübeck, ist dort die Straßenbeleuchtung, eine Lampe weggenommen worden. Eine Lampe, und zwar ist das gerade die ausleuchtet, eine rechtwinklige Kurve aus dem Weg in die Wärmeheimer Straße hinein. Also ich bin jetzt mal vorbeigefahren, das ist stockfinster Nacht dort. Und ich wollte einfach mal fragen, wie lange wird es dauern, bis da wieder ein Licht ist, weil also ein ortskundiger, die Straße ist, also die, dadurch, dass es rechtwinklig ist und das eng gebaut ist, ist so schon nicht einsehbar. Also ich bin jetzt im Dunkeln da gewesen, es ist wirklich sehr finster. Das hätte ich gerne meine Antwort, weil ich bin auch darauf mehrfach angesprochen worden. Und dann wollte ich nochmal nachfragen, mit diesem wahnsinnigen, völlig überraschten kommenden einen Tag Winter, den wir hatten, am 3. Dezember,
wo auch bei uns im Dorf die Kinder nicht abgeholt wurden, die Schulkinder, und auch keine Nachricht kam, hat sich die Verwaltung mal nochmal mit dem öffentlichen Personen oder mit dem Schulbus Verantwortung zusammengesetzt. Also dass irgendwie das geregelt wird in den Ortschaften, dass auch eine Nachricht hineinkommt, wie auch immer, das muss man sehen. Aber es kann nicht sein, dass die Kinder da eine halbe, dreiviertel Stunde stehen und es kommt einfach keine Nachricht, die nach Hause gehen sollen. Das hätte ich gerne mal geklärt. Ich meine, wir waren ja ganz groß, direkt allein im Haus. Der Artikel war zwar ausgesprochen durcheinander und auch nicht ganz richtig, aber der Fakt ist ja schon, dass die Kinder nicht abholen. Und das können wir, wenn vielleicht tatsächlich noch im Winter kommt, das wird dann nicht der eine Tag gewesen sein, dass wir dann nicht wieder sagen, wir haben alles im Griff gehabt. Danke. Wenn es da jetzt keine spontane Antwort gibt, nee, dann bitte ich das aufzunehmen und entsprechend nachzufragen und Informationen auszureichen. Frau Kabisch? Ich habe auch eine Frage zur Beleuchtung, und zwar wo die Firma Staude, der Friedhof ist und die Eigenheime sind. Dort ist im Bonnitz überhaupt keine Beleuchtung, Straßenbeleuchtung. Früher war da der Bahnhof und durch den Bahnhof wurde das beleuchtet. Und jetzt ist da überhaupt nicht mehr. Und vielleicht könnte sich das die Gemeinde mal anschauen, welche Möglichkeiten dort bestehen, da, da einiges abzuschaffen, dass der Weg auch dann mal abends begehbar ist. Es ist also alles finster, ja, diese Strecke. Und dann die zweite Frage wäre nochmal bei Maybach die Rückstauklappe. Wenn Hochwasser wiederkommt und die Anfrage ist schon mehrfach gestellt worden, inwieweit gibt es da Fortschritte? Das nehmen wir gerne. Gut. Daher bitte nochmal. Ich habe noch eine Frage, und zwar ein bisschen rückgehend hier zu der Beratung, die wir hier mit dem Herrn Seid im Oktober geführt hatten, zur Thematik Straßenumwidmung. Da ist doch im Prinzip ein Protokoll aus verstanden, wo ich denke, das ist auch zwischenzeitlich zum Landesstraßenbaubetrieb gegangen. Frage ist, dieses Ergebnis auf dem Burgenlandkreis mitgeteilt worden. Ich sage, das ist aber alles irgendwie so ein gemeinsames Gremium, was an dem Entwicklungskonzept arbeitet. Und ich denke, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, alle auf den gleichen Informationsstand dann aufzubringen. Und ich würde auch gerne persönlich den Schriftverkehr, der ausgegangen ist, auch gerne für meine Unterlagen haben wollen. Das Protokoll ist noch nicht raus, wir müssen also dahin fassen. Dann können wir das Ganze noch machen. Sehr gut, ja. Herr Kampel? Im Rahmen von Baumschnittarbeiten in Tröschels sind jetzt noch teilweise Straßen für das Parken gesperrt worden. Kurzfristig, also ich weiß es von der Franz-Liszt-Straße, dort wurde wohl am Montag ein Parkverbotsschild gestellt. Das ist eine Einbahnstraße. Jetzt ist natürlich die Frage für Anwohner, die das Auto nicht täglich nutzen, die konnten das Schild dort nicht sehen. Und jetzt ist fleißig natürlich das Knöllchen vorbei worden. Ich will dort, gebe ich zur Anregung, am Beginn der Straße und am Ende der Straße dort mal so ein Schild hinzustellen. So dass dann nur, wenn man jetzt bei einer Urlaub oder was sieht, dass da was gesperrt wird. Das ist glaube ich. Jetzt haben wir Franziskstraße war gestern gesperrt fürs Fahren. Das ist am Montag noch gestellt worden und es standen jetzt Fahrzeuge längere Zeit, die sind nicht bewegt worden. Und da für konnten das Parkverbotsschild nicht sehen. Und jetzt gab es natürlich Knöllchen. Das ist ja die Verpflichtung, die wir mal Na gut, wenn es Einbahnstraße ist, kann ich doch das schon immer weiter reinfahren. Ja, aber wenn es steht, bleibt es Fahrzeug. Dann nützt es doch nicht, wenn am Ende noch eins steht. Ja, doch. Wenn ich nicht da bin, ja, gut, wenn ich nicht bleibe, dann sehe ich es nicht. Es wäre aber sicherlich hilfreich, wenn man bei Aufstellung des Schildes schaut, welche Fahrzeuge stehen. Und ja, bei der Parksituation in Drücken ist es ganz wichtig. Ja, wenn man das Schild hin, man sieht und kann dann ja sehen, welche Fahrzeuge stehen.
wenn die dann immer noch stehen. Zweites Fall für den Angeklagten, davon ausgehen, dass er auch nicht sehen konnte. Meine Meinung. Das ist eine gute Meinung. Frau Barthi? Ich wollte noch mal fragen, mit der Straßenbeleuchtung der Ausbau wegen der meiner Straße, von wem bekomme ich dann eine Antwort? Von der Verwaltung, Frau Barthi. Ja. Genau. Der Vertreter der Verwaltung ist unser Bürgermeister. Und entweder macht er es selber oder auch jede Meinung. Wir werden jede Protokolle aus der Börse begeben, zu jedem festzulegen. Anfragen und Anregungen. Das ist ganz offensichtlich nicht mehr der Fall, sodass ich den Tagesordnungspunkt 13 und damit den öffentlichen Teil unserer Sitzung schließe, zumindest vorerst, nach dem nicht öffentlichen.